zweite Runde in der Vorarlbergliga. Auf der Gastra empfing der FC Rot-Weiß Rangweil den FC Rhaetia Bludenz. Und die Heimmannschaft drückte zu Beginn gleich auf die Führung. 12. Minute, Pereira zieht auf der rechten Seite vorbei. Der Pass zwar schlecht, aber auch schlecht geklärt in der Hintermannschaft der Bludenzer. Adem Kum kommt zum Schuss, Bludenz-Goalie Grass aber ohne Probleme. Dann ein Angriff der Bludenzer. Der Schuss abgewehrt und es ging dann schnell. Tobias Winter mit dem langen Ball auf Ramos. Der bespielt den Keeper, der Winkel dann aber zu groß und die Chance brachte nichts ein. In der 22. Minute dann die Gäste aus Bludenz. Bitsche kommt im Strafraum an den Ball, wartet etwas und legt's dann auf. Nach einem Weitschuss kommt er dann wieder an den Ball und versenkt das Leder. Die Unparteiischen entschieden aber auf Abseits und es blieb beim 0:0. Weiter in der 26. Minute. Eine schöne Aktion der Rankweiler. Patrick Meyer bringt den Ball noch zur Mitte. Alexander Breus mit dem Abschluss, der Ball aber über dem Kasten. Wir blicken in die zweite Halbzeit. Eckball für Bludenz in der 52. Minute. Der Ball kommt gut zu Daniel Hüller und der versenkt per Kopf zur 0:1 Führung für die Gäste aus Bludenz. Dann ein Einwurf für Rankweil, Schwendiger mit dem langen Ball zu Manuel Pose, der erwischt die Kugel aber nicht richtig und es wurde nichts mit dem Ausgleich. Die Rankler drückten aber weiter, schöner Laufpass auf Pereira, der wird im Strafraum zu Fall gebracht und es heißt Elfmeter für Rot-Weiß Rankweil und zugleich die gelb-rote Karte für Kapitän Hüller. Allen Kum tritt dann zum Elfer an und versenkt sicher zum 1:1 Ausgleich in der 76. Minute. Adem Kum hatte dann 4 Minuten später die Riesenchance zur Führung. Er setzt sich gut durch und zieht ab, das Leder knallt aber nur an die Querlatte. In der 87. Minute dann ein Freistoß für Rankweil. Der Ball geht über einige Stationen, die Rankler versuchen alles, kommen aber nicht durch. Der Bludenzer Verteidiger wollte dann klären, der Schiedsrichter sah aber ein Handspiel und es folgt der Pfiff. Elfmeter für den FC Rot-Weiß Rankweil. Wieder tritt Adem Kum an den Elferpunkt und schießt ein zum 2:1 für Rankweil und somit auch der Endstand im Spiel gegen den FC Rhaetia Bludenz. Zuerst bin ich mal froh, dass wir die 3 Punkte gemacht haben, dass wir gewonnen haben. Wir wollten unbedingt gewinnen, aber man sieht das natürlich in der Liga, das ist kein Wunschkonzert. Das wird da uns auswärts und da haben wir auch nichts geschenkt, das wird uns alles abverlangt. Und ja, wir haben, ich denke, der erste Halbzeit sehr viele Torschüsse geschafft, hätten das eine oder andere Tor machen müssen. Und wie das halt so im Fußball ist, wenn man sie nicht macht, dann kriegt man sie. Und ja, aber wir haben es noch einmal gedreht. Ja, die Stimmung ist natürlich super, euphorisch, 3 Siege. 3 Spiel, 3 Siege ist immer die Stimmung natürlich super am Höhepunkt und wir werden da so weiterziehen die ganze Saison und werden immer Gas geben und jedes Spiel aufs andere schauen.